Ja, wir sind so in der Schule von Pater Kentenich und versuchen immer wieder von ihm zu profitieren, so seine Stärken auch aufzunehmen, anzuwenden. Und so eine Stärke von ihm ist, dass er immer in die Zeit hineinschaut und sie interpretieren kann und quasi seinen Weg durchführen kann. Und ich glaube, in der Zeit, die jetzt so, wie gesagt, intensiv turbulent ist, und wir glauben, sie wird in nächster Zeit noch turbulenter, ist es vielleicht gut, sich da zu orientieren und dann auch die Frage, was ist jetzt unser Anteil dran, was ist unsere Aufgabe und welchen Beitrag können wir leisten in dieser Zeit? Weil Resignation, Wut, Enttäuschung, sind keine großartigen Beiträge. Okay, wir kommen dazu, aber so, was ist unser Beitrag in dieser Zeit? Wir können uns sehr stark an seinem Leben orientieren, weil er ja das alles auch erlebt hat. Wir wollen mit einem Gebet anfangen, das schon so ein bisschen eine Richtung zeigt. Wo wir Ja, so und einlassen können auf seine Gedanken und seine Erwartungen. ein wichtiges Instrument oder ein wichtiges Buch dafür ist das Simmelwerts, was ja einige schon haben. Und da steht auf der Seite 130, das Gebet, halte das Zepter in der Hand und das wollen wir jetzt eigentlich beten? Ja, aber ich schlage es auf, obwohl wir es eigentlich jeden Tag auswendig sagen und können, Gott sei Dank, weil wir das nicht immer mit haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes Und und des des Heiligen Heiligen Geistes. Geistes, halt das Zepter, also es richtet sich an die Gottesmutter, halt das Zepter in der Hand, Mutter, schützt dein Schönstattland. Dort bist du nur Königin, sorg, dass alle Feinde fliehen. Schaff dir dort ein Paradies, halt den Drachen im Verlies. Sonnenfrau, tritt klar hervor, steigt zur Mittagshöhe empor. Bau von hier aus eine Welt, wie dem Vater sie gefällt, wie der Heiland im Gebet einst voll Sehnsucht sie erfüllt. Liebe herrscht statt alle Zeit, Wahrheit und Gerechtigkeit, Einheit, nicht Masse wird, nicht zum Sklavengeiste führt. Offenbare deine Macht in der dunklen Sturmesnacht. Lass die Welt dein Wirken sehen und bewundernd vor dir stehen. Dass sie dich mit Liebe nennt, sich zu deinem Reich bekennt, weithin stark dein Banner trägt, siegreich alle Feinde schlägt. Schönstatt, bleib dein Lieblingsort des Apostelgeistes fort. Führe hin zum heiligen Streit, Quell der Werktagsheiligkeit. Feuerbrand, der Christus glüht, lodernd helle Funken sprüht, bis die Welt als Flammenmeer brennt zu des dreifaltigen Heer. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir behaupten oder wir spüren es, dass dort Pater Kentenich möchte uns Sicherheit geben mit diesem Gebet. Wenn wir das in Ruhe beten, aufnehmen, fühlen wir uns etwas sicherer, weil er einfach die Aufgabe der Gottesmutter beschreibt und auch dieses Vertrauen, das er in sie hat. Und die Kraft, die sie hat, halt den Drachen im Verlies. Das ist heutzutage Also, ganz wichtig. alle diese Steinchen, die, das sind ihre Eigenschaften, ne? Das merken wir jetzt. Sicherheit, wir brauchen Sicherheit. Vor ziemlich genau 2 Jahren war der erste Lockdown und wir haben da auch so ein Wochenende mit Familien gehabt. Und in der Vorbereitung haben wir Ehepaar versucht, uns zusammenzuschreiben, jetzt vor dem Lockdown, was da auf sie zukommt, die Erwartungen, die Sorgen, die Ängste und so weiter. Das sind 1,5 Seiten geworden und ein Satz war drinnen. Der begleitet uns eigentlich seit der die ganze Zeit. Also Sie sind dieses Ehepaar sind Eltern von drei kleinen Drei Kindern. kleineren oder kleinen Kindern. Ja. Und der eine Satz ist, wir sollen den Kindern Sicherheit geben und haben selbst keine Sicherheit. Wie soll das funktionieren? Also das Ringen um persönliche Sicherheit, um Sicherheit ausstrahlen zu können. Und das ist ein Thema, das wir auch spüren, jetzt noch 2 Jahren Lockdown, viele Veränderungen, Virus verändert sich und alles Mögliche.
Und jetzt kommt dann diese Invasion der Russen in der Ukraine dazu und das ist ja alles noch nicht ausgestanden. Das entwickelt sich alles noch weiter. Für uns ist da manches dabei, was uns Angst macht. Die Ingrid Magel ist da unser Vorbild. Sie hat gesagt, nein, ich habe keine Angst, aber wir haben Angst. Und es ist unterschiedlich, aber da sind Ängste da. Wenn man denkt, was geht weiter? Gut, ich will das nicht so sehr ausbreiten, aber diese Angstgefühle stecken in uns drinnen und wir müssen ringen, dass die nicht dominant werden in unserem Seelenleben. Und da hat uns das sehr gut getan, gestern die Predigt von Papst Franziskus. Gestern war der große Tag von der Gottesmutter, wo sie das Fest der Verkündigung gefeiert wird am 25. März in der katholischen Kirche und in der orthodoxen, weil das ist ganz selten, dass die Feste so zusammenfallen. Also ein Fest für beide Teile der Christenheit. Und der Papst Franziskus hat Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Und der war natürlich verbunden mit, also erstens einmal durften im St. Peter 2000 oder 3500 Leute sein und am Platz 2000 Leute, Bischöfe weltweit. Und der Bischof von Fatima hat es mitvollzogen. Und der Bischof, der katholische Bischof in der Ukraine, hat es auch mitvollzogen. So kann man sagen, weltweit ist diese Weihe des Landes, also der ganzen Welt, aber hauptsächlich in Russland, Ukraine, mitvollzogen worden. Und diese Statue von der Gottesmutter aus Fatima, die gibt es jetzt, also das Original, wo der Papst Johannes Paul II., wo seine Kugel, die ihn getroffen hat, in der Krone mitverarbeitet ist. Und die 13. Kopie ist jetzt im Petersdom gestanden und die wird in die Ukraine gebracht. Irgendwer bringt sie hin, das weiß ich nicht. Und wird dort stellvertretend dafür für die Gottesmutter dort sein. Und der Papst hat eben gepredigt, die drei Worte des Engels. Ne? Also, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was bringt er da? Freude. Also die Gottesmutter kann sich freuen, dass sie bei Gott ist und beziehungsweise Gott bei ihr, er ist der gute Hirte. Dann das zweite, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade für Gott gefunden. Also dieses, wir müssen keine Angst haben. Warum? Weil wir in Gottes Gegenwart sind und uns in Gottes Gegenwart versetzen und unsere Angst, Ohnmacht, wir können da nicht viel ändern, aber Gott kann ändern. Und das dritte ist, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wir haben, und die Gottesmutter sagt dazu ja, also wir haben Vertrauen in Gott. Gott ist stärker als die widergöttlichen Mächte. Also er kann ändern, den Hass, die Gier, die Gleichgültigkeit, das kann Gott ändern und uns die Kraft zum Lieben geben, obwohl wir mit verschiedenen Sachen nicht einverstanden sind oder uns unser Herz verändern. Also wir selber können anfangen, unser Herz zu verändern, indem wir auf Gott vertrauen. Ja, das sind diese drei Begriffe, die Freude, keine Angst haben und Vertrauen haben, die dann der Papst in seiner Predigt immer wieder wiederholt hat. Und er hat alles getan und ich glaube, es ist ihm gelungen, uns zu ermutigen. Und das ist also das, was wir glauben, dass am Wochenende dran ist. Und diese Ankommenrunde hat schon so einen Beitrag geleistet zur Ermutigung, dass wir uns gegenseitig ermutigen können und die Ermutigung des Papstes. Und er hat auch was gesagt, was die Bernadette jetzt auch gesagt hat. Wir als Erwachsene sind auch Kinder, Kinder der Gottesmutter, weil ja Jesus uns seine Mutter als Mutter anvertraut hat und wir sind die Kinder.
Und wir kommen als Kinder zur Mutter, um uns eben auszuweinen und zu stärken. Genau wie es die Bernadette geschildert hat. Gut, wir haben bei der Ankommenrunde nichts gesagt. Wir sagen jetzt etwas, wie es uns geht und so unsere Eindrücke. Und ein starker Eindruck für uns war gestern diese Begegnungen von euch miteinander und mit uns und eure Kinder. Alle, die schon gestern da waren, haben sich... Und dann heute noch, aber heute war ich ein bisschen gestresst, da habe ich das nicht so mitgekriegt. Das war ziemlich ein Aufwand, das alles so herzurichten. Aber danke für alle Unterstützung, dass das geht. Diese Freude, wir haben uns jetzt, Manuel und die Alexandra haben wir einmal so im Video gesehen, aber gestern haben wir richtig miteinander. Und ja, diese Freude war so gegenseitig, die war so spürbar, diese Freude. Das ist das Ständchen. Die muss ich da herholen. Diese Freude an einem Miteinander und dann diese Freude an euren Kindern. Also ich habe das gespürt, wenn ich die angeschaut habe. Und dachte, ah, toll. Sind ja schon also, alle so. So junge Burschen, so ich weiß jetzt genau, wer das ist und wie der heißt, oder so hingestellt und so. Super. Und die Mädchen haben sich gut vertragen und dann haben sie miteinander gespielt und auch also Freude miteinander, glaube ich, gehabt und haben es noch immer. Zumindest auf dem Spielplatz geht es recht friedlich zu. Und dann haben wir die Freude gespürt oder wir haben gehört von der Freude, ja, wir wären so gerne gekommen und ganz schade, nicht? Der Adrian ist da das Paradebeispiel, ja. Wo ihr auch Freude gehabt habt, dass er kommen will und er hat sich so gefreut und dann. Aber trotzdem, die Sehnsucht nach der Freude ist da und ich glaube, das ist eine sehr starke Kraft, die uns selber hilft und wir auch spüren, das ist eigentlich unsere Aufgabe, diese Freude auch weiterzugeben, hinauszutragen. Und ich habe mir das ausgesucht, diesen Stern. Also da muss ich es halten. Die Milde, weil da gibt es ein schönes Gebet. Man schaut die Gottesmutter an, lass mich gleich in deinem Bild, ganz wie du durchs Leben schreiten, stark und würdig, stark und mild, Liebe, Fried und Freude verbreiten. Also diese Milde als Ziel habe ich mir ausgesucht. Als Eigenschaft, die Gottesmutter in die Welt trägt. Ja, also Ereignisse. Wir waren in St. Ulrich die letzten 3 Tage. Und da waren wir bei einem sehr netten Ehepaar eingeladen. Und die sind sehr engagiert, die beiden, in der Pfarre, das haben wir gerade gehört. Und sie wollten unbedingt, dass wir in die Pfarre gehen. Weil und dort diese Ausstellung anschauen von großen, modernen Bildern. Da sind wir also sehr bedrängt worden oder empfohlen. Neugierig gemacht. Ja. Also irgendwie mal gesagt, das ist ja wichtig, dass man sich das anschaut, kann man sagen. Ja. Und ja, wir haben dann dem nachgegeben mit der Frau, ganz freiwillig. Und dann sitzt man so in der Kirche und dort ist eine Ausstellung über die 7 Todsünden. Also auf der einen Seite, das ist so wie ein Seitenschiff, ich kann das nicht ganz beschreiben, aber so ein bisschen so ein nicht abgeschlossener Raum, aber so eine riesengroße Nische in der Kirche. Da stehen 7 Gemälde drin, die 7 Todsünden. Und dann, dort wo man reingeht, ist also ein Seitenaltar und dort ist ein Fastentuch der Kirche von St. Jakob aus dem 17. Jahrhundert. Also wirklich ein altes Fastentuch. Und das muss man sich so anschauen, wie die Menschen damals, die kein Fernsehen hatten, kein Radio hatten, kein Schulbuch hatten, nichts. Nur dieses Fastentuch und da sind die verschiedenen Stationen des Lebens Christi dargestellt. Wunderschön. Also gut, man die 7 Todsünden, man schaut sich mal das irgendwie künstlerisch an, wie haben die das gemacht und dann, welches Bild ist welche Todsünde, manches merkt man gleich und manches erst später. Und dann gibt es ein Begleitheft und das haben wir da gekauft.
Und das ist dann ganz interessant und schön. Und ja, und dann ist dieses Fastentuch, das ist wunderbar. Das sind also, ich weiß nicht, wie viele Bilder, vor allem der Leidensweg Christus, viele Details und also eigentlich sehr schön. Bis zum Pfingsten geht das. Interessant. Die Gottesmutter sitzt innerhalb im Kreis der Apostel und der Heilige Geist kommt. Also, ja, also das ganz ist auch schön zum Anschauen. Eigentlich auch wunderschön und so, naja, das war's dann. Ne? Und wir sind aber dann länger sitzen geblieben dort und dann ist so ein Gefühl gekommen und das hat sich eigentlich dann, wie wir schon weg waren, und jetzt auch in der Vorbereitung verstärkt. Man sagt, ja, das ist eigentlich die Situation. Das sind diese 7 Todsünden und ja, die sind da gemalt, aber die betreffen uns ja auch, die Todsünden. Und das ist ja, wir sind ja persönlich konfrontiert damit. Wir können sagen, nein, wir sind nicht hochmütig und ja. Neidig sind wir natürlich sowieso nicht. Also und ja, Hochmut, Habgier, geizig Geiz, sind wir. Also irgendwie, ja. Wollust, Unkeuschheit, aber dann doch. Neid. Ich zähle es einmal auf, dass man weiß überhaupt. Dann die Maßlosigkeit und der Hass, der Zorn und die Trägheit, Faulheit, Indifferenz, Gleichgültigkeit. Dann muss ich sagen, naja, eigentlich, es betrifft uns schon, weil wir selber sind ja auch unter dem Einfluss. Wir müssen da dagegen kämpfen. Und vor allem, was uns eigentlich so stark beschäftigt, das ist Macht. Das ist da nicht mit dem Wort Macht beschrieben, sondern mit Hochmut. Also die Einbildung, wir als Menschen können alles. Nicht? Also in der Bibel steht da schon, dass die Ursünde, wollt ihr nicht sein wie Gott, das so verführt uns der Teufel. Und viele sagen, ja, genau das ist es, das will ich. Ich will sein wie Gott. Und das wird hier als Überheblichkeit, Hochmut beschrieben. Und wir kommen drauf, wir können ohne Gott gar nichts. Überhaupt nichts, immer und, so winzig. Und das haben wir dann auch wirken lassen. Also wir sind dann als Betrachtern, wir schauen uns etwas an und wir urteilen, ob uns das gefällt oder nicht und so, wie das diese Gemälde sind, kommen wir dann in eine Situation, wo wir Betroffene werden. So, aha, das betrifft uns auch. Es betrifft auch andere Menschen, also der Herr P. aus Russland, den könnte man da wohl einordnen und der nützt ja seine Macht, also betreibt ziemlichen Machtmissbrauch. Und dann haben wir gemerkt, ja, eigentlich müssen wir jetzt beides zusammensehen. Diese Versuchungen da, 7 Todsünden, die Schwächen, die menschlichen Schwächen. Und dann, jetzt zunächst nicht im Blickfeld, aber wenn man dann dazu rausgeht, dieses Fastentuch, wo dann die Erlösung beschrieben wird. Und das ist eigentlich unsere Botschaft. Das ist eigentlich die Befreiung. Und das haben wir dort erleben können. Und wir haben von Angst gesprochen, Angstgefühle. Wie kann das weitergehen? Es gibt sehr viel, wo wir sagen, ja, eigentlich, da sind wir ratlos, wie das weitergehen soll. Aber beides zusammen, die Versuchungen, Todsünden und die Erlösung, das ist eigentlich Grund zur Freude. Und da kann eigentlich diese Freude, die wir da auf dem Stein haben, die ist eigentlich möglich dadurch, dass Jesus dieses Erlösungswerk vollbracht hat. Und da merkt man dann, ja, wenn man diese Sichtweise hat, man nimmt Schwächen wahr, man sagt, ja, das ist so, das ist bei uns so, wir merken das bei anderen auch in diesem und jenem Fall. Aber Jesus gibt uns die Sicherheit. Er erlöst uns und er erlöst die Welt. Und das ist eigentlich dann eigentlich ein schönes Gefühl. Und darum sind wir dankbar, dass wir da hingeführt wurden in die Kirche von St. Ulrich und beides zusammen sehen konnten. Ja, da war das Heftchen von der
von den Symptomen. Ja, das ist dann zum Anschauen nachher, nicht jetzt. Also wir können da Sicherheit gewinnen und das ist vielleicht auch so jetzt Sinn der Fastenzeit, Sicherheit zu gewinnen, dass wir dann Ostern richtig genießen können. Das Freudenfest, Auferstehung, dass wir dort hinarbeiten, das richtig genießen können. Ja, uns beschäftigt es also vielleicht im Sinne der Ankommenrunde dieser Machtmissbrauch, der geschieht. Und da ist eine Sichtweise, die wir noch einbringen wollen, das ist Aggression. Also man verwendet heute, oder viele verwenden Macht, um Botschaften auszusenden, und egal, ob die stimmen oder nicht. Das heißt, wir haben das Gefühl, die Lüge ist richtig salonfähig geworden, ist mitten in unserer Gesellschaft drinnen. Und ich habe mir dann fallweise gedacht, ja, warum lassen wir uns das gefallen, dass wir ständig da belogen werden, mit Falschinformationen versorgt werden. Und ich habe dann in Internetforen, habe ich dann fallweise irgendwas hineingesetzt, so. Ohne zu viel Emotionen hineinzulegen, damit er nicht verletzt werden kann. Und da kommt eine Aggression entgegen, die ist unbeschreiblich. Die ist persönlich, also das Netteste ist, sie sind so naiv. Nein, sowas, also so wie, er hat zwar nicht blöd geschrieben, aber naiv. Zurück war das Netteste. Ja. Also das beschäftigt uns sehr, diese Aggressionen, und da glauben wir eben auch, dass der Jesus in seinem Erlösungswerk einfach mit abbauen muss oder kann. Wir haben vor 3 Wochen an einem Gebet teilgenommen, internationales Gebet. Miteinander für Europa organisiert hat, und da waren 1000 Teilnehmer dabei, alles per Zoom natürlich. Und diese Leute haben auch Ukrainer eingeladen, also dass sie auch per Zoom dabei sein können und Zeugnis geben können, wie es dort zugeht. Und es waren 3, 4 Möglichkeiten, und davon ist eine ausgefallen, weil die schon auf der Flucht waren. Da hat man schon das Bild gesehen, wo sie jetzt sind. Also ein Foto nur. Also auf der Flucht. Die anderen mussten gerade schnell in den Luftschutzkeller, weil der Bombenangriff war, und noch irgendwer ist ausgefallen. Und eine Person haben wir eben persönlich erlebt, den Viktor als Ukrainer, wie er uns das schildert, wie es zugeht, wie es ihnen geht in Ukraine. Und das war für uns ein überwältigendes Erlebnis, weil wir so eine innere Unruhe haben wir haben Wut, Empörung und Angst. Und der sitzt dort und sagt, wir fühlen Frieden in unseren Herzen, wir geben der Angst keinen Raum. Wir haben genug von dem Gefühl der Bedrohung und Aggression durch russische Eliten. Das heißt, er sagt einfach, ich will keine Angst haben, ich will auf Gott vertrauen. Und das hat er so glaubwürdig gesagt, er hat dann ein Gebet gesprochen, wo er sagt, wir rufen das Reich Gottes aus über Russland, wir rufen das Reich Gottes aus über die Herzen der Führer, die verantwortlich sind für die Bomben und den Beschuss. Jesus, bitte wandle ihre Herzen durch deine Wunden. Also dieses Vertrauen, dass das Reich Gottes kommt. Also wir beten jedes Mal im Vater unser, dein Reich komme. Und er hat das aber angewendet, dein Reich komme über Ukraine und über Russland, dass beide Länder wieder miteinander das Reich Gottes spüren und nicht nur den Hass oder die Verzweiflung. Und dann war interessant für uns, wie er das gesagt hat, er hat gesagt, wir leben in einem geistigen Krieg. Und er hat gesagt, wir, seine Gebetsgruppe, haben schon angefangen, vor 4 Wochen zu beten. Also damals, ist jetzt schon vor Beginn des Krieges gewesen. Und wir haben darum gebeten, dass die russischen Soldaten merken, was sie tun und nicht mitmachen. Dass sie einfach ihre Gewehre wegwerfen oder dass sie aus den Panzer aussteigen und dort stehen lassen.
Und er sagt, ja, das ist auch geschehen. Also, war nicht hundertprozentig, aber man merkt, das Gebet, das hat eine Wirkung gezeigt. Und dann sagt er, aber wir haben eines übersehen, wir haben übersehen, dass die Bomben aus der Luft kommen. Und wir sind also jetzt ungeschützt gegen die Luftangriffe, die Zerstörung. Und dann hat er gesagt, ja, sie richten jetzt ein Gebet in diese Richtung. Und für uns war das dann eigentlich ein Aufruf, da mitzutun. Irgendwie das Gefühl, ja, man kann etwas tun. Also wir haben so das Wort, man kann nur mehr beten. Und dieses nur ist eigentlich, das heißt falsch. Das ist falsch. Weil wir können beten. Im Geist, im Kampf, ist das unsere Rüstung, an Gott zu glauben. Und der hat das erklärt, das ist ein Kampf und wir können mitkämpfen. Wodurch können wir mitkämpfen? Durch unser Gebet. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir das eigentlich intensivieren. Und wirklich ernst nehmen jetzt einmal. Nicht nur halt beten. Und da ist uns etwas eingefallen, oder haben wir zu viel gelesen, in einer Novene von Pater Bella, wo er beschreibt eine Begegnung mit Pater Kentenich. Ein junger Priester, also das war ziemlich sicher er, hat in Milwaukee mit dem Pater Kentenich geredet und der junge Priester sagt, ja, er hat so Schwierigkeiten mit Gebet und so weiter, das spricht nicht intensiv und. Da ist halt unzufrieden mit sich selbst. Ja. Und dann sagt der Pater Kentenich, ja, sehen Sie, die ganze Zeit, wo ich mit Ihnen rede, bin ich beim lieben Gott. Ja, das heißt, da gibt es etwas, eine intensive Begegnung mit Gott, dass man einfach bei Gott ist. Der Kentenich sagt bei Gelegenheit, ja, wissen Sie, ich habe wenig Nebengeräusche, hängt vielleicht damit zusammen, aber das haben wir gesagt, eigentlich das versuchen, einfach bei Gott zu sein, diesen geistigen Kampf mitzukämpfen, indem wir uns auf die Seite Gottes schlagen. Was wir noch entdeckt haben, was uns auch sehr berührt hat, wir haben gesehen, dass Bild vom großen Erzengel Michael mitten in Kiew, eine Riesenstatue, eine wunderschöne. Und er ist der Beschützer oder der Patron von Kiew. Gibt es auch ein Kloster und Kirche. Und dann haben wir nachgedacht, wie war das, wie Schönstatt angefangen hat, in diesem Kapellchen, ist zuerst der heilige Michael am Altar gestanden, hat es das MTA-Bild noch nicht gegeben. Also die Statue, die jetzt auf der Seite steht, die ist halt also in der Mitte gestanden, weil es ein Michaelskapellchen war. Und so haben wir eine geistige Verbindung miteinander zu Kiew, was wir jetzt erst nicht gewusst haben, das ist uns jetzt erst aufgefallen. Aber diese geistige Verbindung hat uns der Pater Kentenich, also die geistigen Kampf hat uns der Pater Kentenich schon in der Gründungsurkunde gesagt, die geistige Rüstung anziehen, das Gebet und den geistigen Kampf bestehen der hintergründigen Mächte und der Instrumente, die die haben auf der Welt, leider. Gut, wir sind jetzt in der Fastenzeit und wir glauben, der Pater Kentenich, wie er arbeitet, er versucht immer die Menschen zu beteiligen am Geschehen. Und dieses Schlagwort, nichts ohne dich, nichts ohne uns, das heißt Beteiligung, etwas tun. Und das merkt man immer wieder. Und auch in dieser Situation versucht er uns zu beteiligen zu machen. Also von der Beobachterrolle, da sind ein paar Gemälde und da ist was und so, das anschauen und es gefällt ihm oder gefällt ihm nicht und so und dann oder urteilen über das, was andere sagen und so. Und, ja. Also es geht darum, Beteiligte zu werden. Pater Kentenich versucht uns zu beteiligen mit der Gottesmutter zusammen. Und da haben wir eigentlich schon ein schönes Erlebnis gehabt im letzten Wochenende, wo wir den guten Hirten in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dann haben wir gespürt, das tut uns gut. Der gibt uns Sicherheit, dieser gute Hirte. Und da sind wir so in die Beziehung hineingenommen worden, wir die Schafe, der gute Hirte, der sich um uns kümmert. Und wir haben gemerkt, es gibt uns eine gewisse Sicherheit. Weil wenn wir sicher sein können,
dass der gute Hirte sich kümmert um uns, dann was soll dann sein? Und wir wollen jetzt vielleicht in dieser Fastenzeit vielleicht auch den Blick in die Richtung lenken, was können wir tun, um Sicherheit weiterzugeben? Weil wir spüren, die Menschen brauchen das um uns herum. Das also ist schön. Wir als Erwachsene, als Ehepaar, wir brauchen die Sicherheit auch für unsere Kinder. Und eigentlich schön jetzt in der Ankommrunde, wie sie manche eigentlich müssen wieder erwarten, wieder für den Pfarrgemeinderat zur Verfügung gestellt haben. Also wie sie da eigentlich umgestimmt wurden und so. Aha. Das heißt, wir merken da, auch wenn die Zeit jetzt nicht einfach ist, obwohl jetzt vielleicht auch Enttäuschung ist, Verletzung, Resignation und, und. Ja, wir stellen uns zur Verfügung, damit was weitergeht. Wir wollen Sicherheit weitergeben, den Menschen Sicherheit schenken. Und jetzt wollen wir, das ist jetzt der Titel, den wir da oben drüber geschrieben haben, wir sind die einzige Bibel, die der heutige Mensch noch liest. Wir, das ist die heiligmäßig lebende Familie, die christliche Familie. Wollen wir etwas sagen, was wir schon oft gesagt haben. Aber vielleicht diesmal ganz ein besonderer Gesichtspunkt aus dieser Zeit heraus, was bedeutet das? Der Pater Kentenich redet davon, und das ist das Wort, das wir immer wieder bringen und das ihr wahrscheinlich schon einige Male gehört habt von uns. Die Erneuerung der Welt wird vorbereitet durch die Erneuerung der Familie. Das erfüllt uns mit Freude und ja, super, nicht? Ja. Wir leben ja gern Familie. Aha, ja, das ist eine tolle Aufgabe. Aber jetzt vielleicht noch ein genauerer Blick in die Zeit. Wann hat er das gesagt? Wie hat er das gesagt? Und was hat er damit gemeint? Also Mai 1945, da gibt es ein ganz liebes Bild. Ich weiß nicht, ob man was sieht. So, ja. Also der Pater Kentenich steht da mit einem Pferdewagen. Ein weißes, ein dunkles Pferd und er möchte von Dachau, wo er gerade rausgekommen ist, möchte möglichst schnell nach Schönstatt. Und weil alles kaputt ist und keine Autos gibt, möchte er mit dem Pferdewagen nach Schönstatt. Ist ihm nicht gelungen. Er ist in Ennabeuren, einem Bauerndorf, hängen geblieben und dort durfte er den Leuten, das waren eben Bauern, der Pfarrer hat es ihm erlaubt, Predigten halten. Und die sind aufgeschrieben. Und aus denen haben wir eben diesen Satz genommen, die Erneuerung der Welt wird vorbereitet durch Erneuerung der Familie. Also alles ist kaputt nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Leute sind gestorben. Die Männer sind noch auf der Flucht oder in Gefangenschaft. Und er verarbeitet, was er jetzt erlebt hat und denkt aber an die Zukunft. Und an die Zukunft, ist eben die christliche Familie. Dort können wir anfangen, weil man weiß ja nicht, wo man zuerst anfangen soll, weil alles kaputt ist. Also 1945, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, wie damals alles kaputt war, wirtschaftlich, politisch, moralisch und ja, die Häuser, alles kaputt. Alles kaputt. Und es war deutlich, ja, einerseits die Freude, die Genugtuung, dass dieses Schreckensregime der Nationalsozialisten zu Ende gegangen ist. Das ist die positive Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, was fängt man an? Alles kaputt. Und jetzt ist interessant, und da wollen wir jetzt diese Reaktion von Pater Kentenich einordnen in andere Reaktionen. Weil es haben ja auch andere Leute darüber nachgedacht. Wie soll es jetzt weitergehen? Was soll jetzt sein? Die negative Sichtweise war vom amerikanischen Finanzminister Morgenthau. Der hat gesagt, die Deutschen haben so etwas Schreckliches gemacht. Die müssen jetzt 50 Jahre lang zur Besinnung kommen. Also alle Universitäten schließen und so weiter. Und so irgendwie Deutschland soll jetzt ein Kartoffelacker werden, also Industrie abbauen und Universitäten schließen und so weiter. Die Menschen müssen erst zur Besinnung kommen. Wobei ja die Deutschen in der Gesamtheit dann mit den Nationalsozialisten gleichgestellt hat, was natürlich jetzt ein gravierender Denkfehler ist. Aber immerhin, es hat es gegeben, der Pater Kentenich nimmt auch in Amerika-Bericht darauf
Rückschritt, glaube 1948, der Bezug. Aber es gibt andere Pläne, die waren dann positiv und wurden auch verwirklicht. Der Marshallplan, investieren, die Amerikaner spendieren Geld und es wird investiert in Europa, auch in Deutschland. Es wird aufgebaut. Die Leute müssen nicht verhungern, weil sie ja die Deutschen und die Verlierer und auch die Gewinner sollen wieder Partner werden. Amerika investiert, um Partner zu haben in der Wirtschaft und der Gesellschaft. Der Robert Schuman, französischer Außenminister, hat noch 1948, am 8. Mai 1948, eine denkwürdige Rede, in der er die Deutschen einlädt, wirtschaftliche Partner zu sein. Das war damals dann in also Folge Frankreich, Deutschland waren mit nicht Benelux befreundet. Und die Idee von Schumann war also erstens neu anfangen, das heißt auch verzeihen, und eine wirtschaftliche Verflechtung zu machen. Damals ist die Montanunion entstanden, also Benelux, Deutschland, Frankreich, Italien. Und hat zunächst die Schwerindustrie betroffen und daraus ist dann die Europäische Union, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Europäische Union entstanden. Also wir schon 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eine sehr bemerkenswerte Sichtweise und hat sich da durchgesetzt. Die UNO ist gegründet worden. Vernetzung aller Länder, irgendwie gemeinsam Sorge tragen für die ganze Welt, kommunizieren miteinander, verantwortlich sein für die ganze Welt, damit sowas nicht mehr passieren kann. Also das sind so Initiativen für Neuanfang aus verschiedenen Richtungen. Und der Pater Kentenich sagt, hast du das drin? Die Familien sollen ein Abglanz des Himmels werden. Das ist das Programm. Das ist das Programm des Neuanfangs. Das ist die extra Seite. Also unsere Familien müssen sein ein Abglanz des Himmels. Familien, in denen Christus und Maria wirklich herrschen. Die Familie, ein Idealreich von Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Diese Steine da noch. Und dann sagt er, wir kennen ja das MTA-Bild und das MTA-Bild ist ein Licht-, Kampfes- und Siegeszeichen. Ja, und wir glauben an die Erneuerung des Vaterlands durch unsere erneuerten Familien. Also kämpfen für den Idealstaat der MTA in der Familie. Und dann diese Aussage, das ist die einzige Bibel, die der moderne Mensch noch liest. Das Leben der Christen, das heilige, vorbildliche Leben der christlichen Familie. Diese Bibel müssen und dürfen wir selber schreiben und formen. Machet auf und wecket einander. Also dieser Anfang dadurch, dass es Familien gibt, in denen Maria und Jesus präsent sind, die kämpfen können und die lieben können. Und dann dieses Wort, das wir also auch oft zitieren, das ihr schon gehört habt von uns, alle großen Probleme der Welt müssen gelöst werden im kleinen Raum, im Stall, in der Schlafkammer, im Haus und Hof. Und, also im Alltag, im Berufsleben. Und das klingt jetzt sehr nett und sehr ermutigend, nur das sagt er 1945, unmittelbar nach Kriegsende, wo alles kaputt war, wo man wirklich nichts gehabt hat, die Industrie, alles kaputt, keine Bahn, keine Straßen, nichts. Und dann sagt er, ja, alle großen Probleme müssen gelöst werden, Haus, Hof und Schlafkammer. Und da sind wir jetzt noch ein bisschen hängen geblieben und überlegen, ja, was bedeutet das? Was will er eigentlich? Oder welche Aufgabe gibt er uns? Oder was können wir da tun? Und da ist natürlich dieses Wort Schlafkammer interessant. Also die Frage ist, bitte schön, Herr Pater Kentenich, was geht unsere Schlafkammer an? Aber er möchte damit irgendwas sagen. Was kann das sein? Und ich meine, oder wir meinen,
Er redet da von der Liebesfähigkeit. Er redet von der Liebesfähigkeit, er redet von der totalen Hingabe, das total für den anderen Dasein. Also das, was jetzt in dieser Gemeinschaft fehlt, Zweiter Weltkrieg, alles und so weiter, Kämpfe gegeneinander. Also da drin, in dieser Totalhingabe, in dieser Offenheit, in dieser Gottähnlichkeit, die wir haben, Abbilder, Dreifaltigkeit sagt auch, da entsteht das Neue und das ist das Wesentliche. Ich weiß nicht, ob wir euch da hineinführen können und das hineindenken, was das bedeutet, diese eheliche Liebe, was er da interpretiert, er führt das nicht aus. Das, was er sagt, ist übrigens mitgeschrieben von einem Priester in Langschrift. Das heißt, seine Sprache ist ein bisschen verstümmelt, weil der hat nicht alles aufschreiben können. Er hat jeden zweiten Satz zu Ende gebracht. Das heißt, das ist so schlagwortartig. So aber was betont er da bei uns? Was ist da unser Beitrag? Und das ist diese, glauben wir, diese totale Liebesfähigkeit, Ganzhingabe, ganz für den anderen Dasein, echt sein, abbildet. Abbild des Himmels, Abbild der Dreifaltigkeit sein. Und er sagt, das ist die Erneuerung. Und wenn wir das jetzt aufnehmen und wenn wir uns da mitnehmen lassen von ihm und in das Glauben, dann merken wir, da haben wir eigentlich eine große Aufgabe. Da ist jetzt eigentlich in diesem Durcheinander, in diesem Aggression, Schimpfen, Lügen, Gewalt, Machtmissbrauch, 7 Todsünden, da drinnen haben wir die Aufgabe. Er sagt, das ist unsere Aufgabe. Da fängt die Erneuerung an, er sagt, die Vorbereitung der Erneuerung. Und wenn wir uns da hineindenken können und so vielleicht Fastenzeit, um das auch zu verarbeiten, dann spüren wir ja, wir haben eine wichtige Aufgabe und wir können einen Beitrag leisten. Einfach in unserer Liebe zueinander, dass die echt ist, dass sie stark ist, dass sie glaubwürdig ist, mild ist, Freude verbreitet. Und eure Steine. Alle eure Steine und auch die Tage. Also, das ist jetzt wieder eine neue Einsicht von etwas, was wir eigentlich schon lang wissen, was wir schon lang auch erzählt haben, aber dann jetzt noch mal besser verstehen. Und dann vielleicht noch dieser Punkt, weil dieser ukrainische Mann hat gesprochen, ja, wir leben in einem geistigen Krieg, also ja, dieser Kampf. Und der Pater Kentenich erklärt uns das hier, weil er ja das selber miterlebt hat an Leib und Seele in Dachau und die anderen haben es im Krieg draußen erlebt. Und er nimmt da einen Vergleich, also die Nacht, das natürliche Licht erlischt. Je mehr das natürliche Licht erlischt, desto heller strahlt das übernatürliche Licht der Glaubenswelt auf. Also wenn es finster ist, sieht man die Sterne. Und das nimmt er als Vergleich. Und zwar gibt es nicht bloß eine diesseitige Welt, sondern über ihr gibt es die jenseitige unsichtbare Welt. Und dort tobt ein gewaltiger Kampf zwischen den guten und den bösen Engeln, zwischen Teufel und Christus. Und dieser Kampf setzt sich hier fort auf der Erde. Und die Führer im Kampf oben sind auch die Führer im Streit hier auf Erden. Also wenn wir jetzt den Blick nach oben richten, sehen wir am Himmel ein großes Lichtzeichen. Und dieses Zeichen strahlt schon am Anfang des Kampfes und es erscheint auch am Ende des Kampfes. Wer ist das? Maria ist das, ein Licht, Kampfes- und Siegeszeichen. Sie steht vor uns als das apokalyptische Weib, sonnenbekleidet, sternenbegrenzt und dem Mond zu ihren Füßen. Maria ist das Lichtzeichen, sie trägt die Sonne. Wo sie erscheint, steigt Christus am Horizont empor. Maria ist das Kampfzeichen und Maria ist das Siegeszeichen. Jesus und Maria, die beiden sind Kampfeszeichen, aber auch Siegeszeichen. Je mehr wir uns diesen Zeichen anvertrauen, desto sicherer ist der Sieg. Die Welt wird umgewandelt durch Christus und die Gottesmutter. Da haben wir Siegessicherheit. Also Pater Kentenich sagt auch, sie ist das große Antidiabolikum,
Und deswegen hat eigentlich der Papst Franziskus die Welt und vor allem Russland, Ukraine, der Gottesmutter geweiht. Gut, also jetzt der größere Zusammenhang, dieses Verarbeiten von Pater Kentenich, was ist da passiert jetzt im Zweiten Weltkrieg, Naziregime, und er beschreibt eben diesen Kampf der himmlischen und dämonischen Mächten und sagt, ja, da geht es hier auf Erde weiter. Für uns ist es nicht etwas, wo wir hängen bleiben sollen und uns zu sehr ja, vertiefen sollen, sondern wir haben jetzt unsere Fastenzeit, unsere persönliche, aber vielleicht gut auch, das im Großen zu sehen, weil wir dann manches besser verstehen können. Also die Ukrainer kämpfen jetzt um ihre Freiheit. Ja, wir haben also einen gewissen Freiheitskampf. Wir sagen, wir kämpfen um die innere Freiheit, innerlich frei zu werden, Angst überwinden, Vertrauen aufzubauen und alle diese Werte, die uns die Lea und der Flavio da so auf den Steinen unterbreitet haben. Ja, also die innere Freiheit. Ein paar Punkte vielleicht, also Anregung, man sich gedacht, ja, Fastenzeit, innere Freiheit gewinnen, persönliche, damit wir dann so hineinwachsen können in das Osterfest. Wir merken, wir reden von den sieben Todsünden, es gibt aber auch so Versuchungen, die jetzt nicht unbedingt auf diesen Gemälden drauf sind. Ist eine Todsünde ist Hochmut, aber es gibt dann auch Kleinmut. Es gibt da an sich selber herumbiezeln. So an sich zweifeln an sich. Zweifeln, selber. Unsicherheit, ja. Selbstvorwürfe. Warum habe ich das gemacht? Hätte ich nicht. Ja, und ich sollte ja eigentlich und ach Gott, und das gelingt nicht und ja, eigentlich möchte ich und so. Also da, wir spüren, da zieht uns etwas hinunter, da macht uns etwas unfrei, Selbstvorwürfe, Zweifel an uns selbst. So ein Beispiel, wo uns das so gut aufgefallen ist, wenn wir mit einer Frau gesprochen haben, also das Thema Christ am Arbeitsplatz und sie hat geklagt, dass sie so in ihrer Arbeit eigentlich ihre Arbeit nicht gut machen kann, weil die Bedingungen einfach so sind. Das Überforderung und der Leitstelefon und der Chef und die Kollegen und so. Und manche Klienten gibt es, die sind ein bisschen schwierig. Ja. Und das bringt sie zur Verzweiflung. Und dann sagt sie, ja, und dann sage ich mir, Gerlinde, du willst doch deine Arbeit gut machen. Und dann sage ich, wenn du das wieder hörst, sag dem schlecht ich. Das ist sozusagen das kleine Mädchen, was da sitzt und flüstert. Dann, immer wieder bis. Da haben wir gemerkt, das ist die Versuchung. Ja. Die ist in einer schwierigen Situation und dann kommt die Gegenseite, der Versuch und sagt, ja, aber du willst doch, du musst doch nicht so. Dann wird es noch mehr verzweifelt. Und das ist so. Ja, die Schwierigkeit oder die Aufgabe, Unfreiheiten zu erkennen. Was macht uns unfrei? Solche Versuchungen, Selbstzweifel. Wenn man ein schönes Beispiel von einem Ehepaar gehört, die haben erzählt, oder die Frau hat gesagt, der Tag heute war fürchterlich. Also es war einfach ganz... Nichts ist gelungen, alles ist schief gelaufen. Ganz schrecklich. Dann hat er gesagt, so, jetzt kann ich schlafen und so, den Tag muss ich jetzt vergessen. Und dann sagt der Mann, wir setzen uns jetzt ins Hausheiligtum und dann überlegen wir, was gut war an dem Tag. Ja, es war nichts gut. Und die setzen sich ins Hausheiligtum und dann bei der Frau, ah ja, da waren jetzt eine halbe Stunde, wo die Kinder gespielt haben und wo ich eigentlich was in Ruhe machen konnte. Eine halbe Stunde. Und dann war noch was. Und dann war noch was. Das heißt, sind dann eigentlich in der Verzweiflung, in der Depression, nichts ist gelungen, hat sie dann entdeckt, ja, da ist was Gutes. Da sitzt sie mit ihrem Mann zusammen im Hausheiligtum bei der Gottesmutter und dann ändert sie etwas, dann ändert sich die Sichtweise. Und das ist dann eine Befreiung.
Sie war unfrei. Der Tag hat sie niedergedrückt. Und sie wäre mit einem Groll irgendwie Unzufriedenheit schlafen gegangen. Und das haben sie gemeinsam nachgekostet. Dieses Gespräch im Hausheiligtum nachkosten, hat sie wieder frei gemacht. Und das ist auch diese dringende Empfehlung von Pater Kentenich. Und der Pater Bella beschreibt das in seinem Buch als Eber heilig werden so schön. Dieses Nachkosten am Abend. Einfach mit Gott reden. Ihm sagen, was war. Auch die Schwächen, was nicht gelungen ist. Und dann die Umarmung an Gottes spüren. Und gestern der Papst in seiner Predigt hat er immer wieder von den Umarmungen gesprochen. Der ist so groß, so ein Hang zur Zärtlichkeit. Ja. Ich betone das, die Zärtlichkeit und dann redet er so. Die Umarmungen Gottes spüren. Und es gibt uns Sicherheit. Wenn wir die Sicherheit haben, dass Gott uns liebt, was soll dann noch sein? Aber der Versucher versucht uns immer wieder da wegzubringen in die Unzufriedenheit, in das Herumbiezeln an einem selber. So. Und der liebe Gott sagt, gelost es. Der Pater Bella beschreibt das einmal wieder, so die Umarmung Gottes. Also, das wäre so, ich möchte nicht direkt Fastenvorsätze empfehlen, aber so von der Fastenseite, Unfreiheiten. Wo sind unsere Unfreiheiten, Unsicherheiten und diese Sicherheit, ich bin von Gott geliebt. Die uns natürlich jetzt der Ehepartner auch vermittelt, ne? Siehe Haushof, Schlafkammer, ne? Diese Sicherheit von Gott wird durch den Ehepartner vermittelt. Wir haben von Zeitzeugen mehrere Male so ein Beispiel gehört. Also Leute, die den Pater Kentenich besucht haben in New York, um mit ihm zu reden. Und wenn es dann endlich geglückt ist, wenn sie wirklich kommen konnten, haben sie eine riesenlange Liste geschrieben von Fragen, was man alles den Pater Kentenich fragen soll. Also was sie fragen wollten. Und der hat aber anders reagiert. Ja gut, dann hat das Gespräch begonnen, ne? Ja. Und so. Und ja, der Pater Kentenich hat eingeladen, sich niederzusetzen und dann ist er einmal um so eine Frau herumgegangen, hat sie angeschaut und so, dann irgendein Wort. Irgendwie hat das Gespräch dann begonnen, nicht mit so große, mit nicht sehr vielen Worten, aber mehr mit Blicken. Und dann haben wir mehrmals gehört von solchen Menschen, die diese erste Begegnung, die vielen Fragen, die sie hatten, der Pater Kentenich schaut sie an, das eine oder andere Wort, und die Fragen sind weg. Ja, die sind nicht mehr wichtig. Die Fragen sind unwichtig geworden. Einfach so. Weil er sie mit einem Blick angeschaut hat, ja gut tut. Das ist interessant, dass das gibt, diese fünf Probleme, die wir haben, Ängste, Unzufriedenheiten. Und dann ist der Blick eines Menschen, der eine große Liebesfähigkeit hat, große Hingabefähigkeit hat. Und die Probleme sind weg. Nicht objektiv weg, aber sie belasten nicht. Und da haben wir uns gedacht, das wäre eigentlich ein Übungsfeld. Also man, der Pater Kentenich ist jetzt der Genie, der kann das und so, der ist gut. Und wir sind das natürlich nicht. Aber wir könnten ja üben. Vielleicht bringen wir das auch zusammen. Vielleicht können wir an anderen Menschen, also den Ehepartner zum Beispiel, so anschauen, dass es dem Ehepartner gut tut. Ja, probieren wir es einmal. Ne? Und dass das, was belastet, nicht mehr belastend wirkt, weil man einfach die Sicherheit hat, ja, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Haben wir jetzt in der Ankommenrunde auch gehört, so eine Situation, Begegnung mit der Gottesmutter, meine eigene Mutter ist schon gestorben, jetzt ist sie eigentlich die himmlische Mutter und die Begegnung mit ihr tut mir gut. Begegnung im Hausheiligtum. Aber wenn man sich das vorstellt, jetzt, diese vielen Probleme, diese Aggressionen und alles gibt, was uns eigentlich jetzt auf die Nerven geht, was uns da belastet, Wut macht, Angst macht und so weiter. Wenn man das mit einem liebevollen Blick einfach aufheben kann.
Gut, Jesus hat am Kreuz keinen liebevollen Blick gehabt, aber diese Liebe im Herzen, nicht? Darum hat er das einfach vollbracht. Also ein Blick, der gut tut. Vielleicht können wir das in der Fastenzeit üben. Für den Pater Kentenich, was den Pater Kentenich betrifft, er hat versucht, durch seine Art die Liebe Gottes den Menschen spürbar zu machen. Das hat er auch einer Schwester gegenüber gesagt oder mehrmals deutlich geäußert. Also er möchte quasi Abbild Gottes sein, die Liebe Gottes spürbar machen. Oder das durch die Transparenz durch die Liebe, die die Menschen ihm entgegenbringen, die einfach weiterzuleiten zu Gott, dass die Menschen spüren, ja, das ist Gott dahinter. Und diese Liebe ist befreiend. Ja, also da haben wir so ein Übungsfeld für uns vielleicht. Oder ich wollte sagen, diese Verbindung von Himmel und Erde, das ist da das Wesentliche beim Pater Kentenich. Also durch seine Art, wie er die Menschen behandelt, möchte er Himmel und Erde verbinden. Der Viktor Frankl war auch im KZ und hat es so geschildert, eigentlich alle Demütigungen und wie man den Menschen alles wegnimmt und zum Letzten nimmt man das Gewand weg und lässt sie da irgendwo herumstehen in Ängsten und Sorgen. Und der Viktor Frankl sagt, in mir ist etwas drinnen, was mir keiner nehmen kann. So ein Rest innerer Freiheit. Kann man sich vielleicht schwer vorstellen, aber einfach das Gefühl, ich bin immer noch innerlich frei, ob trotz aller dieser äußeren Zwänge und Demütigungen. Da ist noch etwas drinnen, was mir niemand nehmen kann. Der Kaplan Dresbach, der mit Pater Kentenich im Konzentrationslager war, beschreibt den Pater Kentenich so, meine, der hat viel gemacht, der Pater Kentenich, der hat ja Gemeinschaften gegründet, Vorträge gehalten, Gruppen gegründet und geschrieben hat er. Und also er selber nicht, er hat angesagt. Er diktiert, er schreiben durfte er nicht. Ja, das Himmelwärts hat er dort. Also tausende Seiten geschrieben. Spiel, ja. Und also er hat viel gearbeitet. Und das, was der Kaplan Dresbach heraushebt, ist, er hat Atmosphäre geschaffen. Also die Atmosphäre beim Eintritt ins KZ war, ihr seid keine Menschen, ihr seid nur Dreck. Das war mal das, was man ihnen klar machen wollte. Und er hat aber, dass sie zum Beispiel beibehalten, dass er mit jedem bei sie war, um eben die Atmosphäre gut zu gestalten. Und dann hat er in dem Priesterblock, wo er war, diese Lageratmosphäre eben versucht abzuschirmen und eine Schönstattatmosphäre aufzubauen. Also eine Ehrfurcht, Freude, dass die Persönlichkeit gewahrt wurde. Also, und das hat er eben der Kaplan Dresbach beschrieben, wie der das geschafft hat. Und diese Atmosphäre schaffen in so einer schlechten Atmosphäre, das ist schon ein ganz was Tolles, dass man das kann. Also es geht, die Worte gebraucht abschirmen, also etwas draußen lassen und was Eigenes aufbauen, eigene Atmosphäre aufbauen. Ja. Und wir haben da mit einer Familie drüber gesprochen, die haben 4 kleine Kinder, so 2 bis 9 Jahre, und da hat die Mutter gesagt, genau das mache ich. Genau das ist eine wichtige Aufgabe von mir. Welche Informationen lasse ich herein? Wo tue ich etwas nicht hereinlassen? Das heißt, irgendwie halt nicht erwähnen, verbergen, wie auch immer. Und die eigene Familienatmosphäre aufbauen. Und das ist schon eigentlich auch ganz ein wichtiger Gedanke, dass es in einer Zeit, wo die Stimmung schlecht ist, und das ist schon beschrieben jetzt, wir können in der eigenen Familie, im eigenen Bereich, wir können hier eine eigene Atmosphäre aufbauen. Eine Atmosphäre, die gut tut, und eine Atmosphäre des Wachstums. Siehe Wachstum Familien.
Wie macht es der Pater Kentenich? Das ist jetzt eine Studienarbeit einmal. Das vielleicht noch mit welchen Eigenschaften baut er Atmosphäre auf? Wie kann er andere ermutigen? Das wollen wir noch ein bisschen studieren und dann weitergeben. Im KZ ist was passiert, ein Triumph Gottes über die Absichten dieser Menschen, die die KZs gebaut haben. Nämlich dort ist eine Priesterweihe, hat eine Priesterweihe stattgefunden. Also genau das Gegenteil von dem, was die eigentlich wollten. Und zwar war da der Karl Leisner, der ist schon selig gesprochen worden, und das war ein Deutscher und ein französischer Bischof. Und die haben dort, nicht am Anfang, aber im Laufe der Zeit, eine Lagerkapelle haben dürfen, die Priester. Und da hat der Pater Kentenich auch Messe lesen dürfen. Also sind aber alle Priester der Reihe nach dran gekommen. Also ich weiß nicht, wie oft das durfte. Aber jedenfalls haben die dort alles geschaffen. Also den Kelch irgendwie zusammengebastelt und das Priestergewand, alles. Und es war möglich, dass der Bischof diesen Karl Leisner zum Priester weiht. Und ich finde, das ist ein Triumph Gottes über diese bösen Mächte, die dort geherrscht haben. Und man kann diesen Altar, also als Teil der Einrichtung von der Kapelle, kann man anschauen. Kann man in die Stadt hingehen und anschauen. Und auch dort beten. Gut, so die Absicht wachsen. Wir wachsen dadurch, dass wir einander ermutigen, was jetzt schon passiert ist und was jetzt im Laufe dieses Wochenendes noch passieren wird. Und dieser Beitrag zur Selbsterziehung ist, mich so zu erziehen, dass ich anderen Mut machen kann, Sicherheit geben kann. Ich habe schon gesagt, durch die Selbstsicherheit, durch das Geliebtfühlen. Der Pater Kentenich hat große Hoffnungen in die Familien. Und er sagt, ja, das ist wichtig, weil da fängt was an. Und so zum Abschluss nochmal dieses Bild von dem letzten Abend der Ehevorbereitung in Bregenz. Genau, Lebenskraft, Lebensfreude. Und genau das bringen wir in die Kirche ein. Und genau das, Pater Kentenich weiß, dass das wieder Mut machen kann. Da fängt etwas Neues an und diesem Neuen dienen wir. Ein Abschlussgebet noch aus dem Brief aus Innerbeuren. Ja, also Pater Kentenich betet. Komm, Heiliger Geist, komm doch, du die Gewähr, dass wir einst glorreich auferstehen. Sorge, dass unsere Natur verklärt wird, zum Vater emporsteigt, mit uns auch die ganze Welt, die gesamte Kreatur. Sorge dafür, dass die neue Erde kommt. Komm, Herr Jesus, komm. Forme die Welt um, forme die Familien um. Es sollen erscheinen auf der Erde aufs Neue die persönliche Würde und die Familienwürde. Amen. Ja, das. Das hat jetzt etwas länger gedauert, aber wir haben euch ja versprochen, es wird intensiv. Wir hoffen, wir haben das Versprechen gehalten. Ich teile das noch aus, was man hat. Wird los. Wir haben ja jetzt. Wir haben jetzt Zeit, das zu verarbeiten. Und es geht einfach darum, so die persönlichen Ansatzpunkte zu finden. Also man muss das nicht alles so quasi durcharbeiten, durchkauen und mit allen einverstanden sein, was wir sagen. Aber so die persönlichen Ansatzpunkte jetzt zu finden, so für die letzten Wochen der Fastenzeit, Dinge, die uns wichtig sind. Und für den Nachmittag, wir wissen nicht genau, was die Schwester Gerd und Maria uns sagen, aber irgendwie haben wir so das Gefühl, es ist jetzt eine Situation, wo es darum geht, ernst zu machen. Also es ist jetzt eine schwierige Situation. Es geht darum, also ernst, echt sein, authentisch sein. Und sich wirklich in Gott verankern. Und das ist also jetzt in der Schule vom Pater Kentenich, der ist dabei.